Also da muss Codemasters aber mal ein bisschen, wie heißt es, ein bisschen... Alter, was ist denn jetzt los? Also ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, ne? Aber... Ey, Hamilton geht mir gerade um den Sack, ey. Ganz ehrlich. Wenn er so weitermacht, mach ich den gleich kaputt. Der geht mir richtig auf die Nüsse gerade. Was ist denn mit dem? So, Pisser. Es klappt noch nicht mal. Wenn der mich anstößt, gehe ich kaputt, beziehungsweise fliege weiß der Geil, wie viel Meter. Aber wenn ich ihn versuche wegzudrücken, passiert gar nichts. Er bleibt stur auf seiner Linie. Und kann die auch noch halten, ne? Also das ist noch die Frechheit dabei. Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Es kann wirklich nicht sein, sowas. Hamilton nervt tierisch und fährt auch echt unfair. Es geht echt zu weit, meiner Meinung nach. Und dann bringt mich dadurch echt aus dem Konzept, wenn ich schon weiß, dass der mich hier wieder abschießen will. Das ist halt echt scheiße. Vor dass der da auch keine Schäden von Land zuträgt. Der ist mir jetzt mittlerweile 3-4 Mal in den Arsch geknallt. Und hat halt... Alter, also jetzt hast du aber was am Flügel. Ich habe nämlich einen Teil fliegen sehen. Also wenn er jetzt nichts am Flügel hat, dann weiß ich es aber auch nicht. Der ist mir wieder reingescheppert wie der letzte Homo. Das ist echt nicht normal. Kann doch nicht sein, sowas. Das tut mir natürlich für... Ah. Vettel ist an der Box? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass ich hinter Vettel bleibe. Weil selbst wenn der an der Box ist und Hamilton musste an die Box, klar. So wie der da rumgegrindet, wieder hier quasi die Dive-Bomb jedes Mal gemacht hat. Das war auch schon ein bisschen heftig. Deswegen, ich entschuldige mich nochmals dafür, dass ich halt jetzt die Rückblenden verwendet habe. Ich habe sie nämlich vergessen komplett auszuschalten, aber für den Fall war es dann doch gut und ich glaube, ich lasse auch erstmal drin. Auch wenn ich sie halt nicht verwenden möchte. Aber das ging gar nicht. Das ging echt gar nicht, was Hamilton da gemacht hat. Ja, Vettel werde ich auch nicht lange hinter mir halten können. Der fährt ja auf ganz, ganz frischen Reifen. Auf den weicheren Reifen auch. Und hat auch das schnellere Auto. Also, boah, der versucht es hier genauso wie Hamilton. Fährt mir ja auch in die Karre. Ey, was ist denn mit euch los? Könnt ihr nicht einfach bis hier warten und dann versuchen, dann zu überholen? Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr habt doch mehr Speed auf der Geraden, vor allem wenn ihr DRS benutzt und Windschatten. Also ich weiß nicht, wo da das Problem liegt manchmal. Warum hätte sich nicht... ernsthaft? Warum hätte sich nicht so... Ja, genau. Vettel hängt mir direkt dran. Ist klar. Das Delta ist so bescheuert gemacht.
Also ich hoffe wirklich, dass sie für F1 2019 einige Änderungen haben. Weil so ein paar Sachen nerven mich nämlich echt tierisch im 2018er. Aber was ich krass finde, Leclerc auf Position 3. Das ist mal geil. Ich hoffe, dass der da bleibt auch. Ja, erst haben wir echt jetzt durch die VSC-Phase gut aufsparen können. Wow, das war knapp. Weil ich habe echt befürchtet, der knallt mir jetzt hinten drauf und schiebt mich dadurch in die Wand. Das habe ich halt echt ein bisschen befürchtet gerade. So, Fett, wenn du jetzt auf der Geraden vernünftig überholst, dann lasse ich dich auch vorbei ohne Probleme. Sei denn, ich habe halt die Chance für einen Konter. So wie jetzt. Da musst du halt dann wirklich richtig vor mir sein. Und dann halt auch die Linie zumachen. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Na, so einfach ist das aber nicht. Leclerc ist noch 5 Sekunden hinten dran, was? Wie kann das denn sein? Klar fahre ich hier gerade nicht schnell, aber ich bin noch weitaus schneller als Leclerc. Wie kann das sein, bitteschön? Batterie ist gut geladen. Ja, das mache ich gerade. Problem ist, wenn du einen so dicht hinter dir hast, hast du halt echt Angst einzuschlagen. Und die Sache ist halt auch die, ich kenne Baku echt gut. Also die Strecke kann ich eigentlich echt gut, deswegen fällt es hier Vettel, denke ich mir, auch ein bisschen schwer, hier an mir vorbeizukommen. Obwohl er halt das schnellere Auto hat. Also langsam müsste sich aber echt mal dran geben zu überholen. Ja, Freund, das war eine schlechte Idee an der Stelle. Leclerc nur 3,9 Sekunden, also der holt richtig auf, der Junge. Ich halte hier echt alle gerade ein bisschen auf. Ich frage mich allerdings echt warum, weil eigentlich müsste ich schneller sein als Leclerc. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Wir sind ja ungefähr ähnlich von der Strategie. Ich glaube, er ist eine Runde oder zwei später erst an der Box gewesen. Aber der holt hier mächtig auf. Klar, durch den Kampf mit Vettel verliere ich auch ein bisschen Zeit, das ist klar. Na komm, Vettel, zieh doch vorbei. Ich habe eher es noch nicht mal auf Überholen. Dann
ist halt selber schuld, wenn er nicht überholen will. Kann natürlich sein, dass er jetzt sich langsam seine Reifen ruiniert, weil er direkt hinter mir fährt. Das ist halt nicht mein Problem. Sieht es überhaupt bei meinen aus? Boah, die sind auch vollkommen in Ordnung. Da komme ich ohne Probleme bis zum Ende des Rennens mit hin. Vettel, was versuchst du denn da? Na dann überhol doch. Aber doch nicht an so einer Stelle, meine Güte. Ja, das hat ja natürlich Leclerc auch geholfen, indem er mich dadurch auch abgebremst hat. Jetzt muss ich echt einen Kampf gegen Leclerc machen, ey. Wie krass ist das denn? Aber dass der überhaupt auf Platz 3 unterwegs ist. Alter, heftig. Und wenn ich bedenke, mit wie viel Speed ich jetzt durchs DRS gekommen bin, der hätte doch so oft an mir vorbeiziehen können, der Vettel. Ich verstehe es halt nicht, ne? Spät gebremst und eingelenkt. Leclerc dürfte jetzt im DRS-Fenster sein, ja. Ja gut, dass ich Vettel nicht kriege, das war mir von vornherein ja klar. Aber immerhin konnte ich einen kleinen Fight mit ihm machen, was auch sehr cool war. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall bessere Fights als mit Hamilton. Zwar hat Vettel da auch zwei Stellen, und zwar hier gehabt, wo er echt so ein bisschen den Hamilton gemacht hat, aber er hat es trotzdem etwas besser gelöst, indem er mich nicht von hinten angestoßen hat mehrfach und so dann halt unter anderem in die Wand geschossen hat oder einmal mir den Reifen weggeschoben hat, wodurch ich dann halt eingeschlagen bin. Das war halt echt ein Kack-Move von ihm. Alter, wieso hat der so einen Speed, der Junge? Hat der Red Bull gestoffen oder was? Okay, konzentrier dich, wir müssen dranbleiben. Den Angriff konnte ich immerhin wieder abwehren. Ach, schon wieder? Er weiß genau, wie schnell er fahren muss direkt. Das ist halt so eine Sache, die mich beim Virtual Safety Car mega ankotzen. Klar, ich habe auch ein Delta, aber das Delta ist so dämlich. Das Problem ist halt, wenn du dann eine Millisekunde zu schnell, beziehungsweise dann die Zeit abläuft, eine Millisekunde bevor dann das Virtual Safety Car wieder weg ist, dann kriegst du dann auch noch eine tolle Strafe. Anstatt dann, das ist wie in der echten Formel 1, die Stewards gucken sich das erstmal an, hast du dir wirklich einen Vorteil verschafft? Nein, man kriegt instant eine Strafe. Das ist halt auch so eine Sache, was ich etwas Panne finde. Klar, das ist ein Computerspiel, da muss das generell etwas strenger, sag ich mal, sein. Aber es gibt halt so Szenen, wo du dir denkst, Alter, wofür habe ich da eine Strafe bekommen? Das ist halt echt so eine Sache, ne?
Das hätte ich mir echt nicht erträumen lassen, dass ich hier gegen Leclerc um den zweiten Platz fighten muss. Wo sind denn die anderen? Ich habe nicht verstanden, von wem der jetzt gesprochen hat. Wer da ein Problem hat. Ich muss halt einfach nur noch 4 Runden durchhalten. Dann hätten wir hier nämlich unseren zweiten Platz in Folge. Das ist schon heftig, aber in Baku bin ich halt auch eigentlich nicht schlecht, das muss man sagen. Und ich sag mal, die Einstabstrategie hat mich wahrscheinlich so ein bisschen vor Raikön, Ricardo und so gerettet, dass die dann nicht in meine Reichweite gekommen sind. Na gut, Hamilton, ganz ehrlich, ist er selber schuld, dass er sich einen Flügel dann irgendwann an mir kaputt gefahren hat, leicht. Weil das war echt ein No-Go, was der hier abgezogen hat. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das ging halt gar nicht. Dürfte er kein DRS bekommen. Ich glaube, der war gerade außerhalb des DRS-Punkts. Der fällt auch, glaube ich, etwas zurück gerade. Ich glaube, von hinten kommt jetzt langsam Kimi. Jetzt sind es nämlich schon 1,9 Sekunden Rückstand. Endlich mal. Eigentlich habe ich das ganze Rennen über immer irgendeinen hinter mir gehabt, der versucht hat, mich zu kriegen. Das ist dann auch mal schön, wenn dann mal endlich einer zurückfällt. Aber ich befürchte halt, dass dann der zweite Ferrari in Form von Kimi Räikkönen gleich angeschossen kommt. Der dürfte ja auch sehr frische Supersofts haben. Aber vielleicht hält er den jetzt noch ein bisschen auf. So ein, zwei Runden. Dass mir das den nötigen Abstand bietet, um halt vor ihm zu bleiben. Ich glaube, eben waren es 2,5 Sekunden beim Messpunkt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Räikkönen hat halt auch das Problem, dass er da so einfach nicht vorbeikommt. Aber jetzt hat er sich vorbeigeschoben. 8 Sekunden bin ich hinter Vettel. Ich habe es jetzt auch gerade im Augenwinkel nicht gesehen. 3 oder 4 Sekunden Rückstand hat Räikkönen Rückstand. Und der ist auch auf Softreifen, okay. Krass. Der ist doch auf Ultras gestartet. Entweder hat er einen kurzen Zwischensprint gemacht mit den Ultras nochmal und hat dann auf Soft gewechselt, oder der hat den Schaden, musste die Reifen hier nehmen. Aber dann ist das echt beachtlich, dass er jetzt hier schon wieder auf 3 unterwegs ist. Und gar nicht mal so weit weg. Und dahinter ist schon Leclerc wieder unten. Ich glaube, beide Mercedes sogar. Das werden auf jeden Fall spannende Schlussrunden. Ja, ich sehe Räikkönen auch schon wieder. ...2,8 Sekunden ist nicht viel. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren bis zum Schluss. Das nicht noch wegzuschmeißen selber. Aber bisher in dem Rennen wäre es nur gewesen durch Hamilton, der mich da halt jedes Mal angetitscht hat. Das war halt echt unsportlich von ihm. Zumal das halt echt Panne ist,
Ich habe es auf Simulation stehen und trotzdem geht bei denen halt nie was kaputt, wirklich. Die können so hart, wie sie wollen, einem hinten drauf fahren und der Flügel hält und hält und hält. Das ist halt echt so eine Sache, das finde ich nicht in Ordnung. Bei einem selber bricht sofort bei der kleinsten Berührung was ab. Und bei denen auch, ja, ich fahre dann einfach mal, ist ja nichts kaputt gegangen. Bottas holt nochmal die schnellste Runde. Ist auch an Raikön vorbeigekommen. Gut, Bottas hat super soft Reifen. Aber eigentlich sollte ich den Abstand jetzt noch verwalten können bis zum Schluss. Der ist über 2 Sekunden hinter mir. Also eigentlich dürfte er das nicht mehr aufholen können, wenn ich keinen großen Fehler mache. Kommt zwar schon echt nah dran, aber obwohl doch, er hat gerade eine Sekunde gut gemacht. Alter Schwede. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich nochmal 2 Plätze verlieren, weil Bottas und Raikön direkt dran sind. Oh Mann, ey, wir haben den 2. Platz so schön verteidigt. Oh, Bottas. Leute, was macht denn die KI? Stellt einen quer und schießt einen trotzdem noch weiter an. Was ist denn das für ein Quatsch? Also da müssen sie echt dringend endlich mal was ändern. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, genau, schieß mich noch. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier schon die scheiß Sofortwiederholung genommen habe. Das kotzt mich auch an, die überhaupt zu nutzen. Aber guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Ich bin echt gerade im Rage. Das geht doch, das kann doch nicht sein. Haut der mir hier von Reifen? Vor allem, warum fährt der da überhaupt so nah an der Wand? Da fährt doch kein Mensch an der Stelle. Er sieht, ich fahre hier. Er sieht, ich fahre gerade. Ich habe nicht einen plötzlichen Schlenker gemacht. Fährt hier fast an der Wand dran und klatscht mir vors Rad. Ja, was ist denn das für ein Bullshit? Der hat sie doch nicht mehr alle. Ganz ehrlich. Und da ist er mir wieder ins... Ist er mal... Der ist mir gerade schon wieder reingefahren. Was ist denn falsch mit dem? Also es ist wieder Tag der Rückblenden leider. Das kotzt mich an. Wir haben es jetzt, eigentlich hätten wir so den 2. Platz auch geholt, normal, ohne Rückblenden, wenn sie halt nicht so retarded gewesen wären. Ich hätte von mir auch sogar Raikön noch vorbeigelassen, wenn er wirklich schneller gewesen wäre und ordentlich überholt hätte, aber das war Hamilton und Raikön. Uff. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Ja, mit dem Manöver, das er da gemacht hat, wo er sich dann auch wieder, weil er ist mir ja nochmal reingefahren, hat Raikön sich natürlich den Flügel auch beschädigt und dadurch ist er wieder Bottas vorbeigekommen. Also, er ist es selber schuld. Er ist es wirklich selber schuld. Kann ich nicht anderes dazu sagen. Selber schuld. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt.
Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, also Charles Leclerc, muss ich sagen, der hat auch ein super Rennen gemacht. Von 12 gestartet, ein Stopp auf die 6, Respekt, war echt gutes Rennen. Und ich muss sagen, ich war echt langsam. Also, kein Wunder, dass die alle so aufgeholt haben. Ich habe eine 1.45.4 als schnellst. Da war sogar Leclerc schneller mit einer 1.45.1. Er ist ab Platz 9, 1.46.4, 1.45.0, 1.45.8. Verstappen von 9 auf 14 zurückgefallen sogar. Ups. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Puh, das war vor allem ein sehr hartes Rennen. Auf dem Siegertreppchen zu stehen. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Mit Bottas? Ja, zu knapp. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Naja, quasi wäre es jetzt zweimal gewesen, aber ganz ehrlich, Hamilton und Raikön, die haben es da übertrieben und das hätte halt unser geiles Rennen zerstört, weswegen ich da leider wirklich die Sofortwiederholung genutzt habe. Das tut mir echt sehr leid, aber Abtrieb darf nicht weiter beschädigt werden. Danke für den Kommentar. Machen wir das mal so. Mal gucken, wie wir im Team jetzt dastehen. Ich hatte leider zweimal Fairness, warum auch immer. Obwohl das eine, fand ich, nicht Fairness war, aber gut. Ja, schnellste Runde. Ganz ehrlich, wie soll ich denn gegen Valtteri Bottas die schnellste Runde fahren? Hallo? Gegenüber unserem Teamkollegen, da sind wir, brauchen wir nur noch 4 Punkte. Dann haben wir den schon mehr abgefrühstückt. Ressourcenpunkte, gucken wir mal, wie viel kriegen wir denn da jetzt? Ja, dürfte es noch für ein Upgrade reichen. Oh, ja, vor allem bei Toro Rosso sind wir richtig stark gestiegen. Bei Haas ganz gut, bei Force India ganz gut, bei Mercedes sogar ganz gut. Leider nicht bei Ferrari, da wo ich gerade hin will. An diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Vertragsverhandlungen. Okay. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Rennbonus. Bonus von 25% auf Ressourcenpunkte für Rennen. Upgrade-Geschwindigkeitszeit für kleine Upgrades um eine Woche reduziert. Gleichzeitig die Entwicklung zwei Upgrades. 10% schnellere Boxenstopps. Boah. Ich glaube, das könnten wir mal auf
20 setzen. Oder komm, machen wir mal auf 30%. Und das setzen wir mal so. Oh, das war doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es nochmal. Okay, machen wir mal das. Okay, das ist in Ordnung. Den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft tritt. Da hätte ich vielleicht doch bei Boxenstopp oder so noch was hochsetzen können. Ah, okay, ist in Ordnung. Können wir immer noch einen neuen Vertrag später kriegen. So, hier gucke ich jetzt nochmal gerade rein. Elektronik. Ich weiß nicht. Also das MGUK habe ich jetzt gerade. MGUH ist in Ordnung. Ich würde halt gerne den Motor. Aber da, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich schaue mir das später nochmal an. Saison 1, Baku Circuit Rennen. Du hast eine ungelesene Nachricht. Okay. Was kommt denn jetzt? Ich wollte noch gar nicht nach Spanien. Aber gut. Wir kommen schon mal in Spanien an. Ja gut. Kann man machen. War jetzt nicht so geplant. Aber okay. Gut. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Naja. Das ist für Spanien. Ja, das ist abgeschlossen. Und das ist, ja, okay. Also nichts Weltbewegendes. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann erstmal Schluss. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.